Ich habe die besondere Ehre und Freude und Genugtuung, meine Lieblingskollegin ansagen zu dürfen, wie immer Ulrike Müller als erstes Highlight des Tages mit ein paar Mittel aus dem Meer. Ulrike Müller! Guten Morgen. Oh, ein Meer von Menschen. Ich habe die große Freude, heute über das Meer sprechen zu dürfen und die Mittel aus dem Meer, natürlich nicht alle, das wäre eine absolute Überforderung. Und ich habe ein paar ausgesucht und zuerst möchte ich, wie mein wertgeschätzter Kollege Andreas es auch immer macht, danken. Das ist anscheinend auch, hat das was mit dem Meer zu tun. Ich möchte mich bedanken, dass ich diesen Weg gehen konnte mit den Meeresmitteln, dass ich die Möglichkeit hatte, mit diesen Meeresmitteln zu wachsen und mich zu entwickeln. Also ich erzähle das nachher noch ausführlicher. Also auf jeden Fall danke ich Andreas Krüger dafür, dass er mich auf die Idee gebracht hat, das zu starten. Das kam alles ins Rollen mit der Perle. Das erzähle ich dann später noch mal genauer. Aber vielen Dank für diesen Impuls. Dann möchte ich mich bedanken bei Arthur Knebel, weil er mich auf die Idee oder weil er mir gesagt hat, hey, es gibt es mehr Wasser als homöopathisches Mittel. Aquamarina, ach. Und dann möchte ich mich bedanken bei Wiebke Töpper, die mich immer wieder mit ihren Fragen aus der Reserve gelockt hat und keine Ruhe gegeben hat und das Beste aus mir rausgeholt, wie ich finde. Außerdem natürlich Dank an alle vielen, vielen, wirklich vielen Menschen, die mir Unterstützung und Halt gegeben haben und Sicherheit vermittelt haben, was ein riesengroßes Thema bei den Meeresmitteln ist, Leben in Sicherheit. Ja, allen diesen Menschen, die mir auch wahnsinnig viel Sachen gegeben haben für den Vortrag, die ich leider gar nicht alle mitnehmen konnte. Also ganz viel Halt, ganz viel Sicherheit. Also auch dafür vielen, vielen Dank. Das Meer, das viel, also das seht ihr schon. Ich habe hier mal so meine kleine Aufzeichnung mitgebracht, meine kleine Kiste. Natürlich brauchen die Meeresmittel ihren Raum, ihren Schutzraum. Meeresbewohner bewegen sich gar nicht viel, also außer jetzt die großen Haie und so. Aber eigentlich die überwiegende Zahl der Meeresbewohner bewegt sich nicht so wahnsinnig viel. Die lassen sich eben lieber ein bisschen bewegen und haben so ihre Schutzräume oder ihre Räume. Und deswegen habe ich diese Kiste mitgebracht und da ist das alles drin, was ich heute besprechen oder worüber ich sprechen möchte. Ich habe mich natürlich mit dem Meer beschäftigt. Das ist ein Fass ohne Boden sozusagen. Ein schönes Buch von dem Frank Schätzing, den kennt ihr sicher alle, der hat dann den Schwarm geschrieben, wo das Meer sich rächt, also sich an uns auch rächt, dass wir so schlecht damit umgegangen sind. Und er hat ein Buch, Nachrichten aus einem unbekannten Universum, wo er über die Entwicklungsgeschichte und die Entstehung der Erde und der Welt und der Weltenmeere spricht. Und ich habe das jetzt mal runtergebrochen auf drei wichtige Fakten, die in diesem Buch stehen. Also das Buch ist natürlich dick und viel und voll und wunderschöne Bilder, alles. Aber ich habe auch extra verzichtet auf viel, 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 weil nämlich gerade das ein Problem von den Meeresmitteln und auch dem Meereswasser, dass es so viel ist, dass sie dann nachher gar nicht mehr wissen, wie jetzt. Also es ist einfach alles viel zu viel. Und darum habe ich also euch jetzt drei Sätze rausgesucht. Die Grundregeln des Lebens in ewiger Finsternis. Drei. Erstens, fressen, ohne sich zu bewegen. Zweitens, möglichst nicht gefressen werden. Drittens, Sex, Sex und nochmal Sex. Das sind die drei wichtigen Grundregeln des Lebens im Meer. Das ist alles. Ja, also das sind in Grundzügen auch schon die drei großen Hauptthemen der Meeresarzneien. Ich will heute eben mit euch über Calcium sprechen, über Sepia, Mater Perlarum, der Perle, Natrium Muriaticum und Aquamarina. Alle die hier genannten Mittel haben sozusagen mehrere Symptome gemeinsam.
Zum einen, dass sie faul sind. Sie sind alle faul. Calcium ist faul, Sepia ist faul, Natrium ist faul, Aquamarina ist auch faul. Sie haben eine Neigung zum Müßiggang, Amüsement. Calcium hat richtig zweiwertig Verlangen nach Amüsement. Sie sind faul, sie haben Heimweh, sie suchen immer ihre Kiste, alle Mittel, Sepia auch, Calcium, Natrium, Aquamarina, sie suchen ihre Kiste, Perle auch. Sie sind sehr leicht beeindruckbar, sie sind Menschen, die sich wirklich leicht die Atmosphären, die Stimmungen aufnehmen, sie erreichen, also sie können sich schlecht abgrenzen, sie sind leicht beeindruckbar. Sie haben eine, fast alle und ganz schlimm bei Calcium und ganz schlimm bei Aquamarina, eine Beschwerden durch Erwartungsspannung, grauenhaft. Grauenhaft, ich habe jetzt seit einem halben Jahr Erwartungsspannung, weil ich ja nun seit einem halben Jahr weiß, dass ich diesen Vortrag halten muss. Jetzt geht das morgen wieder los mit der neuen Idee. Also Erwartungsspannung ist tatsächlich ein großes Thema. Solange die Mittel tun, also Calcium tut, solange Aquamarina tut, ist alles gut. Und sobald er aber dann sitzt, dann entspannt er sich nicht, sondern dann kommt er in die Erwartungsspannung. Oh Gott, ich muss noch, ich habe noch, ich sollte, es wäre besser, wenn. Und leider hat Aquamarina ähnlich wie Medurinum das Symptom, dass sie dann an die Fingernägel gehen. Jetzt bin ich schon nicht mehr an die Nägel gegangen, sondern dann jetzt eben an die Nagelbett. Also das ist dann auch so karzinogenisch. Also das sind die Knabberer und eben auch, wer macht das auch, Natrium auch, knibbelt. Ja, also ich habe jetzt schon gesehen, dass manche meiner Schüler, wenn sie Anamnesen machen, schon das Knibbeln anfangen, denke, sie machen mich nach, das ist, aber in diesem Fall sollten sie es nicht. Nein. So, dann haben wir bei den Meeresmitteln, dass sie sich sorgen. Sie leiden unter Sorgen, sie sorgen sich. Sie machen sich Sorgen um Gott und die Welt, um ihre Mitmenschen, um ihre Kinder, um ihre Freunde, um ihre Bekannten, um die Umwelt, um wie das Weltengeschehen überhaupt weitergeht, um Religionen, um alles. Alle Meeresmittel, die hier kommen, sind genannt in der Kiste, haben Konzentrationsschwierigkeiten. Sie können sich schlecht konzentrieren. Besonders bei Calcium, besonders bei Aquamarina. Sie haben das Gefühl, sie sind so verwirrt. Vielleicht ist es auch eine Krankheit. Wahnidee, Angst, geisteskrank zu sein. Wahnidee, man könnte seine Verwirrtheit bemerken. Angst, ja, jetzt ist das nicht mehr nur eine leichte Verwirrung, nun hat es sich manifestiert. Sehr unangenehm. Wahnidee, verrückt zu sein. Ungeschicklichkeit haben auch alle diese Mittel im Repertorium zu finden, in der Rubrik Ungeschicklichkeit. Und das Gefühl, andere beobachten mich, andere sind da, sind im Raum. Ich fühle mich beobachtet, da ist wieder die Ähnlichkeit zum Medurinum. Und daraufhin muss ich mich verschließen. Also, weil ich das Gefühl habe, man kann mich sehen, muss ich mich verschließen. Die Meeresmittel brauchen ihre Kiste. Ohne Kiste geht das nicht. Mit Kiste ist gut, ohne Kiste ist schlecht, ganz einfach. Gut, das Wichtigste, sie streben nach Sicherheit, alle diese Mittel streben nach Sicherheit, nach ihrer Kiste. Alle diese Mittel haben ein großes Thema im Bereich Verletzung, Folge von Verletzung. Fast alle Meeresmittel haben dieses Thema, Verletzung. Alte Verletzungen, neue Verletzungen, nicht vergessene Verletzungen, heftige, leichte Verletzungen, permanente Verletzungen, einmalige Verletzungen, egal welche Verletzung. Wie gehe ich damit um? Ich bin ein Mensch, ich werde verletzt, ich bin verletzbar, ich verletze. Wie gehe ich damit um? Wie halte ich das aus? Dazu möchte ich einen Kollegen zitieren, den Edward Withmont. Unsicherheit ist auch ein ganz großes Symptom der Meeresmittel. Weil ich bin ja nicht in meiner Kiste, ein bisschen. Also er jedenfalls, ein großer Homöopath, hat über die Alchemie des Heilens geschrieben und über die Dualität innerhalb des Archetyps der Heilung. Die Menschheit leidet an Krankheiten, die Menschen fügen einander Wunden zu und verletzen sich und andere.
Wir leiden an inneren Konflikten, bürden sie anderen auf und helfen einander, heil zu werden. Auch der physischen Welt, in der wir leben, fügen wir Wunden und Verletzungen zu. Als Zerstörung und Bewusstsein tragende Zellen des Erdorganismus verwunden wir die Erde und stören ihre Lebensfunktionen. Kraft unseres wachsenden Bewusstseins über uns selbst und die Welt streben wir allmählich, aber auch danach, diese Wunden zu heilen. Zum Heilen gehört das Verwunden und das Verwunden, verwundet werden wohl dazu. Das ist auch der Archetyp des Heilers. Aldous Huxley sagt dazu, Erfahrung ist nicht etwas, was einem Menschen geschieht. Erfahrung ist das, was ein Mensch aus dem, was ihm geschieht, macht. So, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was machen sie denn draus, unsere kleinen Meeresbewohner? Also Calcium, was macht Calcium aus seinen schmerzhaften Erfahrungen? Also wir haben hier so eine schöne Auster. Die hat mir mein Lieblingskollege Ecki geschenkt. Die hat er für mich gefunden, im Meer, am Strand. Das Problem von Calcium ist, dass er ein grundgutes Gemüt hat. Fragt man sich sofort, Problem? Ja, Problem, weil er dadurch verletzbar wird. Weil er teilweise nicht glauben kann, wie die Welt ist. Sie fühlen sich richtig verletzt durch das, was geschieht im Freundeskreis, in der Welt, mit der Umwelt, überhaupt. Wie kann das sein? Das kann nicht wahr sein. Calcium glaubt, kann es nicht glauben, dass das, was geschieht, geschieht. Es ist unfassbar. Darum kennen wir ja Calcium auch als jemanden, der mit neuen Sachen lieber gar nicht so viel Kontakt hat. Also der Umgang mit Verletzungen ist bei Calcium, da machen sie sich zu. Dann zeigen sie uns nicht ihre zarte, schöne Seite und ihr Fleisch, was nicht mehr da ist, schon gestorben. Aber das. Sondern dann zeigen sie eben ihre raue Schale. Ja, dann gehen sie zu. Und das kann Calcium sehr gut. Calcium versteckt sich, besonders in Leibesfülle. Sie gehen in körperliche Fülle und verstecken sich dahinter oft. Calcium tut seinen Schmerz tief in sich hinein, bewahrt ihn und baut um sich herum auf. Sie haben es schwer mit Veränderungen. Sie fühlen sich manchmal auch durch die Veränderung des Lebens überfordert. Es sind störende Reize, mit denen sie nicht umgehen können, weil sie nicht kennen. Und sie wissen nicht, wie damit umgehen. Und dann ziehen sie sich zurück. Und haben das Gefühl, eben dann, nicht die Welt ist zu schnell, sondern ich bin wohl verrückt, weil ich schaffe die Anforderungen des Lebens nicht. Beginnen eher an sich selbst zu zweifeln als an der Welt. Ja, Kompensation durch Essen, Kompensation durch Rückzug, my home is my castle, ziehen sich zurück und begegnen allem immer wieder hoffnungsvoll, freundlich. Immer wieder, Calcium ist, bleibt, versucht, herzlich zu bleiben und mit seiner Herzlichkeit nachhaltig Gutes zu bewirken. In der Rubrik eigensinnig, starkköpfig, dickköpfig setzen sie das dann auch durch, versuchen das wegzutun, den Schmerz und trotzdem weiter zu lieben. Ja, sie sind faul, auch wie gesagt, wie alle anderen auch. Sie warten lieber ab, sie lassen sich lieber abholen und sie machen höchstens mal mit, aber eben haben wenig Eigeninitiative. Gut, die Verletzungen von Sepia. Die Sepia, die seht ihr ja da, die hängt da. Bei der Sepia haben wir es genau andersrum. Sie haben sozusagen ihren stabilen Körper innen und ihren weichen Körper außen. Bei Sepia sind die Verletzungen vor allen Dingen aller Art der Grenzverletzungen.
Grenzverletzung jeder Art, besonders Grenzverletzungen der Weiblichkeit. Sepia kann sich auch durch Grenzverletzungen anderer verletzt fühlen, hat ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Also auch wenn ich sehe, dass jemandem Unrecht geschieht oder grenzverletzt wird, so wird Sepia aktiv. Aktiv heißt eben, sie ziehen sich zwar auch zurück, sie können sich zum Beispiel aus der Liebe zurückziehen, indem sie aufhören zu lieben, ihre Liebsten oder ihre Familie oder ihre Freunde. Da ziehen sie sich zurück und vor allem aber fangen sie auch an zu kämpfen. Sepia kämpft. Sie haben Mittel zur Abgrenzung, sie haben Hilfen sozusagen, sie sind körperlich stark, sie sind im Wort sehr gewandt. Steht in der Rubrik. Streitsüchtig, antwortet bissig, schnippisch, spottet. Und das können sie. Sepia kann angreifen und zurückverletzen. In der Rubrik Einziges Mittel beschimpft seine Mutter. Ja, die ist es nämlich vor allem. Sie können eben aber auch flüchten, sie ziehen sich zurück und eben bis hin zu der Wahnidee, keiner liebt sie mehr, obwohl sie meistens anfangen, die anderen nicht mehr zu lieben oder nicht mehr Vertrauen in die Liebe finden. Trost tut bei Sepia gar nicht gut, Trost verschlechtert deutlich. Sie fühlen sich dann oft noch erbärmlicher in ihrem Schmerz. Anscheinend bin ich wohl bemitleidenswert. Dabei will ich doch eigentlich zeigen, ich kann es gut alleine, ich komme gut alleine zurecht, ich bin nicht abhängig, ich schaffe das auch so. Und wenn ich Trost kriege, heißt das, dass ich es wohl nicht so schaffe, also will ich keinen Trost, also mache es alles nur noch schlimmer. Und wenn jetzt sogar noch einer von euch gleich zu mir kommt und mich trösten will, na toll, dann bin ich hier das Opfer oder was. Also das geht gar nicht. Sepia will das nicht und umso mehr Trost, umso schlimmer die Verzweiflung. Einen krassen Artikel habe ich gefunden zu Sepia, wo ich dachte, ja, das finde ich sehr sepisch, habe ich gelesen im Netz. Eine Frau aus Südkorea aß nichts ahnend Tintenfisch und erlebte eine böse Überraschung. Was die Frau nicht wusste, sie kaute auf dem halb gegarten Tintenfisch, also sagen wir mal halbtotem Tier. Plötzlich stieß dieser blitzartig Spermienpakete aus. Wenig später spürte die 63-Jährige seltsame Fremdkörper in ihrer Mundhöhle. Ein stechender Schmerz durchfuhr sie. Das berichtet das National Institute of Health. Obwohl die Koreanerin ihre Mahlzeit sofort ausspuckte, hatten sich bereits 12 kleine spindelartige Samenpakete in den Schleimhäuten ihrer Zunge, Wange und Zahnfleisch abgesetzt. Glücklicherweise konnten die Ärzte die kleinen Fremdkörper aus dem Mund der Oktomam vollständig entfernen und so die Schwangerschaft abbrechen. Also das finde ich so sepisch, also sogar im letzten Moment, im allerletzten Moment, tack, nochmal rüber zu schießen, die Spermienpakete und es geht um Fortpflanzung. Fortpflanzung ist das Wichtigste, nur so kann das ganze Ding überhaupt weitergehen, wir müssen Sex und uns fortpflanzen. Das ist, ja. Und dann vielleicht mit dem Menschen gepaart, wer weiß, was da rausgekommen wäre, ja. Vielleicht evolutionär ganz interessant geworden. So, nun das Natrium. Natrium, das ist hier gar nicht, das ist hier so verteilt. Das ist das Salz. Das ist das Salz. Natrium kennen wir auch natürlich als großes Kummermittel, als großes Mittel für den Schmerz, als großes Mittel für die Verletzung, seelische Verletzung. Verletzung durch Verlust. Verletzung durch verlassen werden, Verletzung durch das Gefühl, verlassen worden zu sein. Die Patina, ich bin ein Mensch, der verlassen wurde, haftet dem Natriummenschen an wie Pech. Egal, ob durch Tod oder durch Weggang der Person, es klebt an ihm, ich bin ein Verlassener. Auch kann Natrium sich fühlen, verletzt fühlen durch das grobe Verhalten anderer, wie Calcium, wie Sepia, die sich gestört fühlen durch das grobe Verhalten, Beschwerden durch die Grobheit anderer, darunter leiden. Es kann nicht sein, diese Grobheit kann jemand so sein. Und so auch Natrium kann davon krank werden. Natrium reagiert auf seine Verletzungen typischerweise mit Abmagerung. Abmagerung durch Kummer, Hauptmittel Natrium Muriaticum. Sie ziehen sich zurück in ihre Härte bis in die Knochen.
sogar in die Starre, in etwas ganz Starres und Erstarren. Mehr wird geschrieben, also es gibt mehrere natürlich Artikel zu Natrium, es wird typisch geschrieben, sie ziehen eine Mauer hoch, also Natrium ist hinter der Kiste. Sie ziehen eine Mauer zwischen sich und der Welt, sie werden unnahbar, hart, verurteilend, bewertend, nörglerisch, hart, kritisch. Sie ziehen eine Mauer hoch, sie sind nicht mehr erreichbar, sie erreichen auch die anderen nicht mehr, aber sie sind trotzdem da. Natrium ist sichtbar. Natrium sucht auch Menschen, in Kontakt mit Menschen. Sie suchen sich Sicherheit. Eine Form der Sicherheit bei Natrium ist tatsächlich der alte Kummer. Also wenn ich mich auf eins verlassen kann, dann ist das, also das, so ist es gewesen. Also ich will da nochmal sagen, also ich habe mir das jetzt nicht ausgedacht, so ist das gewesen. Und das ist für mich eine Sicherheit. So war das und nicht anders. Das ist keine Fantasie, ich bin nicht irre oder so. Das war so. Mich zwar wieder in meinem Kummer, aber es ist wenigstens bekannt. Oder ich beschäftige mich sehr leidenschaftlich, gern als Natriumpersönlichkeit mit dem Kummer anderer. Also, wir alle sind das Salz der Erde, wir alle haben mit dem Salz zu tun, alleine durch unseren Beruf. Und durch unser Hilfreichsein bei dem Kummer anderer versuchen wir dann auch, unseren eigenen Kummer zu schmälern, zu lindern. Aber das Aufrechterhalten eben dieses Kummers, dieses Einpökeln, dieses Bewahren fast wie ein Schatz, das ist mein großer Schmerz, da ist Natrium wirklich ganz stark, ein Bewahrer, auch im positiven Sinne. So, nun möchte ich gerne noch ein paar Worte verlieren zu der Perle. Zu der Perle, mit der ja alles begann, die das ganze Ding ins Rollen brachte. Perle, Mater Perlarum oder auch Contiolinum. Ich habe gesehen, im Repertorium gibt es das Mater Perlarum gar nicht. Also taucht es, wenn, dann nur als Contiolinum auf. Contiolinum ist eigentlich das Perlmutt, also das Weiße. Es gibt wohl kaum einen Unterschied zwischen dem Perlmutt und der Perle, aber natürlich ist da sichtbar ein Unterschied. Das eine ist eine Perle, das andere nicht. Also ich denke schon, dass es da einen Unterschied gibt, aber es war für mich jetzt nicht rauszufinden, wo und wie. Es gibt wohl auch ein Mittel, das heißt Perla, darüber habe ich überhaupt gar nichts finden können. Gut, also wir haben jetzt erstmal Mater Perlarum, das gibt es so zu kaufen und ich kannte es schon länger durch die Kinderheilsprechstunde, durch die Mittelohrentzündungen, die nicht ausheilten. Langwährende Mittelohrentzündungen bei Kindern mit einem Erguss, Schwerhörigkeit, lang anhaltend, nicht ausheilend, Mater Perlarum D6, dreimal täglich ein Globuli über eine Weile und dann hörte es auf. Was ich jetzt gesehen habe, ist tatsächlich, dass Calcium oft ein Konstitutionsmittel genau dieser Kinder war. Also Calcium und die Perle haben natürlich wahnsinnig viel miteinander zu tun. In einem Buch fand ich, weswegen ich dann auch so sehr angesprochen war von der Perle, dass die Perle sei die Antwort auf den Schmerz von Calcium. Und der Schmerz von Calcium, der ist schon groß. Der ist schon manchmal überwältigend groß. Und Calcium versucht es ja nun wirklich mit allen Mitteln, alles das auszuhalten und zu puffern und zu puffern und zu puffern und zu puffern. Und es schafft er ja auch. Und manchmal entsteht dabei, wenn er so einen Fremdreiz kriegt, der ihn wieder wahnsinnig verunsichert und der ihm ganz viel Angst macht, dann hat er nichts Besseres zu tun, als ständig und immer wieder ihn zu ummanteln mit Perlmutt und zu ummanteln und zu ummanteln. Es dauert circa 10 bis 15 Jahre, um eine Perle, die erbsengroß ist, herzustellen für eine Auster. Also das dauert wirklich, wirklich lange. Aber wie wir Calcium kennen, hartnäckig, stabil, gibt nicht auf, glaubt an letztlich doch das Gute und perlt weiter. Also diese Perle ist tatsächlich sozusagen auch ein Edelstein gewordener Schmerz. Etwas Schönes, was aus diesem Reiz, aus diesem Schmerz wurde. Perlen gelten auch als zu hart gewordene Tränen. Sie stehen für Schönheit und Würde.
ganz ähnlich, wie ich gesehen habe, vom Arzneimittelbild her, wie Sepia. Tatsächlich fiel das Thema Abgrenzung auch. Mater Perlarum kann sich sehr schlecht abgrenzen von den Gefühlen anderer Menschen, ob ausgedrückt oder nicht. Also in der U-Bahn stehe ich neben jemandem, der hat gerade eine Kündigung gekriegt, ich halte es gar nicht aus. Weil ich das so fühle und weil ich aber dann nicht weiß, und das ist das Problem, ist es jetzt meins oder ist es seins? Und wenn ich das weiß, da kann die Perle helfen, dann kann ich auch sagen, und jetzt nicht. Aber wenn ich unsicher bin und ich weiß, ist das jetzt meine Resonanz auf die Resonanz der Resonanz, dann werde ich natürlich unsicher, weich und ja, krank. Krankheiten von Perle sind wie bekannt, also wie gesagt, die Mittelohrentzündung, die nicht ausheilen wollende, vor allen Dingen Krankheiten des Bewegungsapparates, Knorpelgeschwulste, entzündete Gelenke, entzündete Knochen, Schwellungen von Gelenken. Ich habe es auch schon mal gegeben bei Gerstenkörnern, die aussahen wie kleine weiße Perlen. Und hat es auch gut geholfen. Ja, das Gefühl, wie verlassen worden zu sein, ähnlich wie Natrium. Das Gefühl, sie bekommen nie genug und alles, was sie bekommen, ist nicht richtig. Also das mit dem Nehmen ist bei der Perle auch nicht so ganz leicht. Ähnlich auch wie Natrium. Also das, was du mir jetzt gesagt hast, hat mir zwar jetzt auch gut getan, aber auf der anderen Seite hast du mir damit sehr weh getan. So. Perle taucht ab. Das tauchte ein paar Mal auf, dieses Wort. Abtauchen, sie tauchen ab, sie tauchen innerlich ab und sie verlassen quasi sich selbst, werden damit aber natürlich nicht stabiler. Große Abneigung gegen Sexualität, auch da die Ähnlichkeit zu Sepia. Ich kann gar nicht in Kontakt gehen mit wem anders. Das vermischt sich alles viel zu viel. So, und jetzt erzähle ich euch von mir. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 17 Minuten? Das müsste zu schaffen sein. 17 Minuten. Super. Also, ich habe leider keinen Aquamarinfall, aber es ist ja bekannt, dass ein Mittel erst, also einfach sich besser transportiert über die eigenen Erfahrungen oder Fälle. Und dann habe ich gedacht, gut, dann erzähle ich jetzt mal meinen Fall, weil es geht nämlich bei Aquamarin eben auch um Kommunikationsstörung, beziehungsweise, also wie gehe ich denn nun damit um? Mit Offenheit und Verschlossenheit. Offenheit, Verschlossenheit. Ja, die Auster macht das ganz einfach. Wenn sie offen ist, ist sie echt offen. Wenn sie verschlossen ist, ist sie echt verschlossen. Das ist ganz einfach. Das muss ja atmen, also muss sie ab und zu aufgehen. Sie würde auch ohne können. Aber ab und zu ist schon wichtig. Aber hier auch, Aquamarin hat das Thema Kommunikationsstörung. Und dann habe ich gedacht, ja, wunderbar, das passt doch, bei einem Vortrag über Kommunikationsstörung zu sprechen. Also ich erzähle euch jetzt von mir. Ich habe ja, da fängt die Kommunikationsstörung schon an. Also erstmal habe ich diesen Stein gefunden am Meer. Hilfreich, super hilfreich. Es ist, also tatsächlich kam über das Meer, schenkte mir diesen Stein, unter vielen natürlich sofort gesehen. Oh, also es kam wie zu mir eine Welle. Eine Welle. So, mit dieser Welle will ich jetzt beginnen. Also wie alles begann. Ich habe lange gelitten unter Knieschwellungen. Ich hatte eine Bursitis prepatillaris. Das heißt, ich hatte sozusagen zwei implantierte Tennisbälle, nicht Tennis, Tischtennisbälle im Knie. Und es waren wirklich zwei so eine Hubbel. Das war die Zeit, wo ihr mich nur in weiten Hosen gesehen habt. Und diese Schwellung, die ging nicht weg. Die ließ sich durch nichts beeinflussen, immer wieder. Also wechselte sie die Seite und dann wurde es wieder schlimmer, dann ging es manchmal ganz weg, dann war es aber gleich wieder da. Ja, habe ich lange Zeit, weil ich dann die Vermutung hatte, es ist konservierter Kummer. Konservierter Kummer in Form von Wasseransammlung im Knie. Typisch, man nennt es auch das Dienstmädchenknie. Also man kann nämlich dann nicht mehr knien, weil dann würde das ja platzen.
Das weiß ich nicht, was passiert wäre, wenn, aber es ist Gott sei Dank nicht passiert. Also man kann aber nicht mehr in die Knie gehen. Und darum habe ich Natriumcarbonicum und Natriummuriaticum genommen. Den alten Kummer auflösen, Salz auflösen, löse es. Hat mir immer gut getan, Natrium hat mir immer gut getan. Ich habe nämlich einen Kummer, den ich pflege. Und ja, aber tat sich nichts. Und dann fing etwas an, das war ganz interessant. Dann fing ich an, wo man wieder schön sehen kann, 50% macht Arznei, 50% man selbst. Ich hatte viel darüber geredet, mich zu wehren. Es ging eben um einen Angriff und ich wehrte mich. Und ich hatte immer darüber geredet, ja, ich muss mich wehren, ich sollte mich wehren, ich sollte da was unternehmen. Aber ich habe nichts unternommen. Ich habe es laufen lassen, ich habe abgewartet, das wird schon. Der gute Glaube von Calcium in mir, ach, die Welt kann so schlecht nicht sein, nein, so schlimm wird es nie kommen. Und es kam. Und ich wurde gezwungen, also mich zu wehren. Oh. Und dann nahm ich Natrium, es half nicht, und ich nahm andere Mittel und die halfen nicht. Und dann musste ich, ich musste es einfach tun. Also habe ich es endlich getan, ich habe mich gewehrt. Ich habe mich massiv gewehrt, es hat mir dann auch sogar Spaß gemacht. Das, denke ich, verdanke ich dem Natrium. Und dann waren die Beulen weg. Nach dem Wehren waren die Beulen weg. Nicht nach dem Angriff, es war kein Angriff, es war ein Wehren. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Dann kam der Vortrag, was willst du machen bei den Homöopathietagen? Ich sprach eben mit Andreas, wir haben uns gegenseitig beraten und er sagte, Mensch, hier steht dir so gut die Perlen und die Perle, das passt zu dir, mach doch die Perle. Na gut. Was mich wirklich reizte, war eben dieser Ausspruch, das erste, was ich fand, Perle, die Antwort auf den Schmerz von Calcium, da konnte ich was mit anfangen. Ach, warum muss das alles immer so anstrengend sein? Warum kann es nicht einfach schön sein? Warum können wir uns nicht einfach lieben und es ist gut? Nein, so ist es eben nicht. Von der Perle, die Perle habe ich dann genommen auch, um zu gucken, was bringt sie. Und ich habe nicht viel bewusst gespürt. Aber sie brachte etwas ins Rollen. Auf einmal kamen Fragen, was habe ich eigentlich für ein Leben? Mal, wie soll ich sagen, mir wurde plötzlich in meinem Leben langweilig. Nicht von dem her, was ich zu tun habe und was ich zu machen habe und was ich zu erledigen habe, sondern in meinem ganz privaten Leben. Boah, ist das langweilig. Das Schlimmste war, irgendwann hatte ich eine volle Praxisstunde gehabt, 6 Patienten. Und als sie alle gingen, da dachte ich, boah, das alles, was sie jetzt erzählt haben, war interessanter als das, was bei dir gleich stattfindet. Also es kam sowas auf, tja, was führe ich eigentlich für ein Leben? Also Moment mal, also ich wurde plötzlich Beobachter meines eigenen Lebens und nicht mehr nur machen, 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 reagieren, tun, was so kommt und ab, sondern es kam so etwas wie ein Über-Ich und sagte, hallo, was machst du da eigentlich? Ja, und dann steigerte sich das aber in einem Gefühl der Unsicherheit. Auf einmal wurde ich ganz unsicher und instabil, wackelig. Jeder Reiz war von außen zu viel, also ich musste Mittagsschlaf machen, aber der brachte gar nichts. Mir taten die Augen immer weh, typisch auch für Natrium, diese müden Augen. Das ging dann irgendwann nicht erst um 4 los, sondern schon um 11. Oh Mensch, und diese so eine komische Müdigkeit und dann so empfindlich. Und na klar, lässt nicht aus, dass man natürlich dann auch angegangen wird. Jeder Angang war dann ein Angang. Für mich, also ich hatte letztens noch mal so ein kleines Remake, da war ich auf dem Elternabend, da saßen 35 Eltern. Als ich mich meldete, um was zu sagen, ging ein Elternpaar. Ja, also das ist schon so ein Angang. Hat das jetzt was mit mir zu tun, dass die jetzt gehen? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Diese Unsicherheit. Ja? Vielleicht mussten die einfach nur aufs Klo. So, aber wieso beschäftige ich mich da überhaupt? Also dieses Wackelige, Instabile, jeder Reiz ist zu viel. Es ging nachher so weit, dass ich nicht mal mehr den Reiz einer Arznei nehmen wollte. Das schaffe ich nicht mehr. Ich schaffe das nicht. Ein homöopathisches Mittel verkrafte ich nicht. Wie, du verkraftest kein homöopathisches Mittel? Die sind doch dafür da. Ach ja, nee, aber nee. Also von der Vorstellung, wenn ich mir das vorstelle, ich nehme jetzt eine Arznei, das geht gar nicht. Ja, ich konnte dann auch mich nicht kommunizieren. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr kommunizieren auch und hatte auch das Gefühl, das versteht mich sowieso keiner.
das kann keiner verstehen. Und wenn ich jetzt einem Homöopathen das erzähle, der versteht mich nicht, also gibt er mir auch das falsche Mittel. Nicht, weil ich misstrauisch bin, aber das kann ich nicht verkraften, wenn er mir was Falsches gibt. Und ich kann das nicht erklären, also wie soll das gehen? Mist. Ja. Dann kam ein Mittagessen mit Andreas. Und während des Mittagessens versuchte ich ihm zu erklären, wie es mir geht. Und während ich was versuchte zu erklären, entwickelte sich ein gelber Nasensattel auf meinem Gesicht. Und Andreas sagt, boah, was passiert denn gerade in deinem Gesicht? Was passiert denn in meinem Gesicht? Ich gucke in den Spiegel, boah, ein richtig schöner, schmetterlingsartiger Ausschlag auf der Nase. Sepia. Er hat mir dann empfohlen, vorsichtig, wenn du möchtest, könntest du ja Sepia nehmen. Und dann habe ich mir das dann auch besorgt. Oder wir haben das dann besorgt und dann habe ich es aber willentlich selbstständig eingenommen. Das weiß ich noch, das war mir total wichtig. Heute kann ich darüber lachen, aber damals war das wirklich ein Problem. Ich kann doch jetzt nicht irgendwas von irgendjemandem nicht aufnehmen. Hallo, das kann ich nicht verarbeiten. Also ich entschied mich, es zu nehmen, ich habe es genommen und es war wundervoll. Es war wundervoll, ich merkte sofort Kraft und ich kriegte wirklich Kraft von diesem Mittel. Stabilität und auch das Gefühl eben wieder, wo bin ich, wer bin ich, was bin ich. So eine kleine Identität tauchte wieder auf. Dann hatte ich einen wundervollen Traum, den möchte ich euch erzählen, den möchte ich mit euch teilen. Nach Sepia. Und ich träumte, also ich war ja früher Studentin und ich träumte, dass ich in so einem Plenumssaal sitze. Also es war ja früher so, dass wir das so gemacht haben. Wir haben ja gerne viel diese Plenumssitze oder Vollversammlung, VV. Und dann waren diese Versammlungen und ein großer weißer Tisch und es saßen alles Frauen um den Tisch. Und wir redeten und wir sprachen über die Verarbeitung von Traumata. Und ich stand auf und ich redete. Traumata muss man sich bewusst machen. Und da muss man mit umgehen. Dann muss man das reflektieren und das Täter-Opfer. Und jedes Opfer ist auch ein Täter und Papa. Und die Frauen saßen alle da und sagten, du bist ganz falsch. Was? Komm mal mit, wir zeigen dir was. Und dann gab es einen Szenenwechsel. Ich träume immer sehr dramatisch. Irisches Hochmoor. Nebel und plötzlich waren diese Frauen Priesterinnen im Gewand und dann sagten die, guck mal, es gibt Schmerzen, besonders von Frauen, die kann man nicht durch den Kopf heilen, durch den Gedanken oder das, was man darüber sagt. Die muss man in Mutter Erde abgeben und Mutter Erde wird es richten. Und dann fingen die an, alle zu graben. Und dann holte jede von ihnen einen andersfarbigen Diamanten hoch. Sagt, guck mal, und das ist der Schmerz. Und das hat Mutter Erde daraus gemacht. Diamanten gibt es nur, weil die Erde ab und zu bricht. Durch das Brechen und durch diese Bewegungen entstehen Diamanten. Nur durch den Schmerz entsteht der Diamant. Ja, das war ein unglaublich heilsamer Traum für mich, wo ich dachte, ich kann endlich vielleicht doch aufhören nachzudenken, warum, wieso, was hat es mit mir gemacht, was soll es mit mir machen, was ist der Sinn dahinter, was ist die Aufgabe, das und so weiter. Ich kann meinen Schmerz vielleicht einfach mal abgeben. Alte Wunden kamen also wieder hoch, also eigentlich brachte die Perle alte Wunden hoch. Und Sepia half mir, das besser auszuhalten oder mich dem nochmal zu widmen, aber anders. Und es führte nicht in eine Krise, sondern es führte in was anderes, was Besseres. Ich weiß gar nicht. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich irgendwann nach Leipzig fuhr, um dort zu arbeiten.
Und ich hatte, war pünktlich, war froh und dachte, toll, ich bin ganz pünktlich, ist ja toll, weil ich sonst immer ein bisschen gehetzt bin. Und dann fahre ich los und eine halbe Stunde später befinde ich mich auf der Autobahn nach Hamburg und denke, ich glaube, da gibt es so eine Sehnsucht in mir. Und dann hörte ich eben von Arthur und von Wiebke von dem Meerwasser. Und da dachte ich, ja, das Meer, Mensch, jetzt habe ich, nehme ich doch, ich habe jetzt Calcium, Mater Pallarum, Sepia, Natrium in Massen. Das, was ist denn mit dem Meerwasser? Und das Meerwasser ist ja quasi Salz in Bewegung. Das bewegte Meer, das gelöste Salz. Nach Vitulkas steht Aquamarina zwischen Medorinum und Natrium Muriaticum. Ich nahm es vor den Sommerferien. Ich nahm es kurz vor den Sommerferien und wie immer hatte ich die Sommerferien nicht geplant, um nicht in Druck zu kommen. Und kam dann natürlich kurz vorher in Druck. Und dann wurde ich eingeladen zu einer Reise nach Lanzarote. Umsonst. Mit Kind. Aber da kriegte ich keinen Flug. Und dann dachte ich, egal. Aber jetzt warst du schon fast unterwegs. Jetzt machst du was. Und dann habe ich eine Reise gebucht. Nach Dänemark. Meine Kinder wollten mit, als sie hörten, es geht ans Meer. Und als meine Tochter dann hörte, nach Dänemark, war sie sehr frustriert. Wieso denn Dänemark? Aber, also das habe ich dann gemacht. Ich habe das dann gebucht. Ein tolles Haus am Meer, direkt am Meer. Und ich habe gesagt, ich nehme meine Kinder mit und ich nehme meine Mutter mit. Jung ist der Auffassung, dass jemand, dessen Mutter seinen Bedürfnissen nicht hinreichend entsprechen konnte, sein Leben oft damit verbringen mag, in der Kirche Trost zu suchen oder Trost zu finden, indem er sich mit dem Mutterland identifiziert oder indem er über die Mutter Maria meditiert oder auch indem er direkt am Meer lebt. Also, ich fuhr ans Meer mit meiner Mutter und meiner Tochter und meinem Sohn. Kurz bevor es losgehen sollte, Aufregung, toll, vorher noch schön arbeiten, Kind war noch vorher, Hortreise, kleineres Kind. Kriege ich abends, am Donnerstag oder Mittwochabend, bevor es also losging, am Samstag sollte es losgehen, einen Anruf von Marina. Das ist die Erzieherin von meinem Sohn. Du, wir rufen hier aus dem Krankenhaus an, ist aber nicht schlimm. Was? Ja, hat sich den Daumen gebrochen. Oh nein. Gut. Dann passiert dieses, was ich so gut kenne. Dann gibt es sowas, eine Handlungsebene und alles andere wird stumm. Alles andere wird taub. Stumm. So. Jetzt bloß nicht in die Sorge gehen, jetzt bloß nicht die Sorge durchlassen. Jetzt machen. Machen, machen, machen. Okay, und dann auch gemacht und es ging auch alles wunderbar und er wurde gut versorgt und es war auch gar nicht so schlimm und so. Wir fuhren also trotzdem nach vielen, vielen Gerede, muss ich wirklich sagen, weil es wahnsinnig schwierig war, dem Kind einen Gips zu machen. In Berlin ist das echt ein Problem, Calcium an die Hand zu bekommen, also Gips zu kriegen. Jedenfalls fahre ich und merke auf der Autofahrt nach Bremen, wo ich meine Mutter erst holte, um dann an die Ostsee zu fahren, dass ich was am Ohr habe. Ah, was ist denn das? Und das kann ich ja nicht gut haben. Und da bin ich ja auch sehr karzinosinisch, sulfurisch. Und das muss ich kaputt machen. Ah, tschick. Mach das kaputt und tschick. Das ganze Ohr entzündet. Schönen dicken Herpes auf dem rechten Ohr. Also natürlich das Telefonohr. Der Schmerz war wirklich kräftig, wellenartig. Und was irre war aber, dass ich das Gefühl hatte, wow, da kommt ja echt was raus. Also es war jetzt nicht schön, ich kann das nicht sagen, das wäre echt gelogen. Aber es war trotzdem das Gefühl,
es löst sich was, ich werde etwas los. Das hat jetzt gesuppt und geeitert und es war knallrot und es hat mich tatsächlich aber mental erleichtert. Es hat mich mental erleichtert. Also das, was wir immer sagen, wenn es mental besser wird oder körperlich schlimmer, wunderbar, richtiger Heilverlauf. Super. Apis brauchte ich dann als Akutmittel, weil es starke stechende Schmerzen waren. Dann habe ich nochmal Natrium dann hinterhergenommen, um es nochmal den Herpes am Meer, typisch für die Meeresmittel auch, Natrium und auch Aquamarin, schlechter am Meer, dann wieder beruhigt hat. Dann war es fast nach anderthalb Wochen wieder deutlich besser. Also muss ich sagen, der war ziemlich heftig geworden. Der ging auch bis in den Kiefer, bis in die Augen, also so vom Gefühl in die Nerven. Und dann war es aber ziemlich gut. Und dann kam ich wieder nach Berlin, arbeitete wieder, hatte meine erste Telefonsprechstunde. Und danach hatte ich ihn wieder. Und dachte, Mensch, das ist ja ein Ding. Also irgendwie kannst du das jetzt nicht mehr ab oder was? So. Das Gefühl wirklich, da ist was voll, da ist was überlastet. Jetzt bin ich schon fertig. Echt jetzt? Also, was auf jeden Fall dann war und auch wirklich sehr entlastend und immer noch passiert und noch nicht aufgehört hat, ist Weinen. Und zwar ein schönes Weinen, ein aquamarinisches Weinen. Das kommt wie ein Sturm. Also es kommt wegen zum Beispiel einem Film oder einer Geschichte. Bei Patienten passiert mir das jetzt auch manchmal, dass mich das so ergreift, dass ich weinen muss und dann ist es gut. Und das ist ein richtiges Weinen, also ein Entlasten, ein Rausweinen. Seit Aquamarin bin ich glücklich. Ich kann es so sagen, es gibt so ein Glück wie das Kinderglück. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber es gibt so eine Selbstverständlichkeit des Seins, dass man so aufsteht und denkt, ach ja, und das ist alles. Also man hat jetzt nicht, weil man was Tolles hat oder weil man gleich noch was Tolles macht oder weil irgendwas so die Sonne scheint, sondern einfach nur, weil man ist. Man wacht morgens auf und denkt, ach, wie schön, ach toll, also so einfach froh. Froh, froh zu sein bedarf es wenig. Also so was ganz Leichtes. Und ich hatte das ein paar Mal dann auf dem Fahrrad beim Einkaufen, dass ich auf dem Fahrrad war und glücklich war. Wenn der Wind mir um die Ohren, das ist ein typisches Aquamarinsymptom, liebt Wind. Sie gehen gar nicht so gerne ins Meer baden, auch, aber nicht unbedingt, manchmal sogar Abneigung. Aber den Kopf in den Wind stecken, das finden Aquamarinen super toll. Den ganzen Dreck aus dem Kopf raus. Gut, ganz kurz noch, also womit ich mich wahnsinnig beschäftigt habe, was ich dann in Dänemark lesen musste, war das Buch Tiere essen von Jonathan Safran Foer. Ich kann es nur empfehlen, weil es einfach auch nochmal einen Blick setzt auf das, was wir unserer Welt tun. Das Meer ist ein großer Ausdruck dafür, was wir unserer Welt tun. Wenn wir so weitermachen, geht das nicht gut aus. Das wissen wir alle. Und doch passiert auch viel. Doch, das muss man sagen, es passiert auch viel. Aber es muss noch mehr passieren. Ich wollte euch jetzt noch einen Satz vorlesen. Dann zum Schluss von einem Buch, was ich auch bekommen habe, ein Heft. Oh, jetzt geht er raus. Na, ich gehe. Nein, nein, es stresst mich ja. Wir sollten uns fragen, mit was für einem Meer wollen wir leben? Sagt Martin Fisbeck, der kommt aus Kiel und forscht über das Leben, Meer, und uns dann dafür einsetzen, dass wir zu guten Managern des Meeres werden. Hört man ihm zu, wird einem bewusst, dass man sich am Ende weniger um das Meer Sorgen machen muss, als vielmehr um den Menschen. Und um uns alle. Das Meer wird so oder so überleben, sagt der Wissenschaftler Kuhl. Katastrophen sind ihm wahrscheinlich egal. Er hat ja schon Vulkanausbrüche überstanden, Erdbeben, Asteroideneinschläge und Eiszeiten. Die Frage wird eher sein, was ist mit uns? Werden wir Menschen klug genug sein, gute Lösungen zu finden und zusammenzuhalten mit unseren Menschen, aber auch mit unserer Umwelt? Kurzum, wie groß ist eigentlich unsere Liebe? Gut, dann möchte ich euch jetzt noch ein Lied vorspielen. Da kannst du dann schon rausgehen, wenn du willst. Und dann, also das spiele ich euch jetzt nochmal ein.